so wie jede Kaffeemaschine muss auch ein Wasserionisierer entkalkt werden. Und heute möchte ich endlich das Mysterium aufklären, wie allgemein ein Wasserionisierer zu entkalken ist. Man sieht hier so ein bisschen, da ist schon so eine kleine Kalkablagerung zu sehen. Und das wird immer mehr und mehr und mehr, bis da drin an diesem Auslass das Wasser sehr dünn herauskommt. Man sieht eindeutig, das Wasser, was hier rauskommt und das Wasser, was hier am Abwasserschlauch herauskommt, wird dann langsam 1:1, also ungefähr gleich. Dann ist die Zeit zum Entkalken Ihres Wasserionisierers gekommen. Der Grund dafür ist, dass dieser Auslass, auch das, was vor dem Auslass ist, nämlich das Schlauchstück nach der Elektrolysezelle und dieses Element hier sozusagen, was basisch immer rauskommt, das wächst langsam zu. Das heißt, man muss dann das Ganze entkalken. Das Ziel ist, die Entkalkungsflüssigkeit am Auslass oder am Abwasserschlauch hereinzubringen, bis es auf der anderen Seite wieder herauskommt. Und dieses Herauskommen im Kreislauf für am liebsten 4 Stunden, das ist das Ziel. Also das ist in jedem Wasserionisierer drin. Ja? In dieser Wasserzelle haben wir Elektroden. Diese Elektroden hier verkalken im Laufe der Zeit. Nicht nur die Elektroden sind das Problem, auch die Membranen. Man kann sich vorstellen, dass auf eins dieser beiden Seiten der Membran sich auch Kalk absetzen kann. Und somit, wenn man das genau andersherum betreibt, weil man das Ganze umpolt, das heißt die Polarität der Elektroden ändert, dann wird es genau umgekehrt und somit reinigt sich dann die Elektrode und aber auch Kalkablagerung auf der Elektroden und auf der Membran. Und das ist sozusagen die typische Methode, dass man versucht, Elektroden und somit auch die Membran immer wieder andersherum zu verwenden. Damit, falls sich da gerade Kalk ansetzen wollte, der Kalk sich wieder abträgt. Vorreinigung und Nachreinigung wird das genannt. Denn wenn man auf sauer drückt, ist es sowas ähnliches wie eine Reinigung. Reinigung vor Kalk und Reinigung auch vor Bakterien. So ein Wasserionisierer ist ja gleichzeitig ein Desinfizierungswassererzeuger. Also er kann sich auch selber desinfizieren im Endeffekt. Um serviço de alto-falante, gordo pau da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra falar de uma vez pra esse moço. Carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira.